Hallihallo, heute möchte ich mit dir über Veränderung sprechen. Veränderung ist nun genau das, wo unser System am wenigsten Lust drauf hat. Meistens empfinden wir das so ein Stück weit als bedrohlich, auch wenn unser Kopf ganz motiviert ist und ganz fokussiert ist und wirklich will. So merkt man doch oftmals, dass Veränderung genau das ist, was den meisten Menschen extrem schwer fällt. Und es liegt daran, dass das ganze System, was in uns ist, eben halt Veränderung immer als verlassene Komfortzone natürlich und auch als Bedrohung erfährt. So, das darf man sich erstmal bewusst machen. Das heißt also auch wirklich zu spüren in meinen Körper hinein, okay, wie ist das eigentlich? Bin ich jetzt hier wirklich so motiviert, wie es mein Kopf will, oder merke ich in mir, okay, hier gibt es ganz schöne Bremsen in mir? Und das klar zu kriegen, ist, glaube ich, erstmal so ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt, um damit in Frieden zu kommen. Denn viele, viele Menschen versuchen nur aus dem Kopf heraus, sich dann zu lenken, zu leiten, zu steuern, zu motivieren und merken dann, dass sie auf dem Weg letztendlich immer schwächer werden oder dass sie irgendwelche Dinge ganz, ganz unbewusst kreieren, die sie dann doch wieder aufhalten und bremsen. Dann fühlt man sich sabotiert, dann hat man das Gefühl, ich kann es doch nicht, ich komme nicht voran. Man versucht das also dann so ein bisschen mental zu interpretieren, warum es nicht wirklich weitergeht, warum man diesen Durchbruch dann nicht schafft. Und all das ist ziemlicher Bullshit. Das kann man wirklich nicht gebrauchen. Sehr cool ist zu schauen, dass man in seinem Körper wirklich wahrnimmt, okay, Komfortzone, ich will das überschreiten, ich möchte dieses neue Ziel erreichen oder ich möchte ganz gern diesen Heilungsprozess endlich abschließen. Ich möchte diesen Transformationsweg irgendwo hier auf die Reihe kriegen. Aber ich spüre in mir ganz schön Angst, ich spüre in mir Bremse, ich spüre in mir Sabotage und so weiter. Das wahrzunehmen ist ein wichtiger Bereich, um dann tatsächlich auch zu sich selber sagen zu können, okay, ich gestehe mir das ein und ich gehe trotzdem, also ich gehe mit dem, ich nehme das mit. Im Klartext, ich nehme mich mit auf diesem Weg, okay? Ich werde sehr oft gefragt, warum und weswegen es mir manchmal sehr schnell gelingt, Dinge zu erreichen. Und das hat genau damit etwas zu tun, was ich gerade eben beschrieben habe. Ich muss wissen, dass ich mit all den Dingen auch meine Ängste habe. Ich muss wissen, dass ich die mitnehmen muss. Ich muss wissen, dass es nicht darum geht, dass alles klar läuft, sondern dass es nur darum geht, dass ich mich mitnehme in diese, ich nenne das jetzt mal Vision, die ich da habe von einem neuen Leben oder einem neuen Dasein oder einer erfolgreichen Situation oder was auch immer. Okay? Jetzt kommen wir mal zu drei Tools, die da sehr, sehr wichtig sind auf diesem Weg. Das erste Tool ist, dass du komplett, und das habe ich jetzt eben gesagt, mit dir bist, dass du dich mitnimmst mit all dem, was wirklich in dir gerade abgeht. Warum ist das so wichtig? Weil du sonst aus deinem Unterbewusstsein heraus, aus deinem Nervensystem heraus Dinge kreierst, die dich aufhalten werden. Denn dein Körper möchte ganz gern dabei sein. Dein System möchte ganz gern dabei sein. Es geht nicht ohne. Ich kann nicht nur mit dem Kopf voranmarschieren. Ja? Das funktioniert immer nur eine kurze Zeit und dann gibt es sehr, sehr seltsame Dinge, die wir dann wieder nicht verstehen. Also dem kann man vorbeugen. Das heißt also, erster Punkt, nimm dich komplett mit allem, was da gerade ist. So, zweiter Punkt, damit wir das auch wollen, also tatsächlich auch tun und durchhalten, brauchen wir definitiv ein sehr, sehr klares, ich habe schon oft drüber gesprochen, warum. Ich möchte es heute noch ein bisschen anders umschreiben, nicht nur ein klares Warum, sondern wir brauchen das Gefühl dafür, wie es ist, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, auch wenn es nur ein Zwischenschritt ist. Und da empfehle ich vielleicht als kleinen Einschub wirklich in Zwischenschüben und Zwischenschritten zu arbeiten, in Etappenzielen zu arbeiten. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die nehmen sich einfach viel zu viel vor. Ja? Die wollen von heute auf morgen aus dem Rollstuhl aufstehen oder die wollen von heute auf morgen, keine Ahnung, im Businessbereich plötzlich, 20.000, 30.000 Euro verdienen. Die wollen ein dickes Auto fahren, die wollen einen Lifestyle ohne Ende, aber checken nicht, dass dazwischen, bis man das erreicht, tatsächlich ein gehöriger Weg ist und auch ein gehöriger Preis zu zahlen ist. Das heißt also, ich bin ein großer Freund davon, in Etappen hier zu planen. Das heißt wirklich zu sagen, okay, was wäre so der nächste Schritt, der für mich, mag den Begriff gar nicht so gern realistisch, aber was wäre der nächste Schritt, der für mich doch vorstellbar ist, wo ich das Gefühl habe, den kann ich auch schaffen und da bin ich nicht zu enttäuscht, wenn es eben halt nicht funktioniert. Okay? Das bedeutet, Schritt 2, kreiere nicht nur dein Warum, sondern kreiere
ein. So, da war das Telefon zwischendurch. Jetzt müssen wir einen Cut machen, neu schneiden. Okay, also kreiere nicht nur ein Warum und ein großes Ziel, sondern kreiere vor allen Dingen in deinem Geist die Vorstellung der nächst schnellstmöglich erreichbaren Etappe. Das ist etwas sehr Wichtiges, weil wenn du die erreichst, bist du motiviert weiterzugehen. Wenn der Berg zu hoch ist, dann wird es manchmal schwierig und dann verhungern wir unterwegs auf der Strecke. Also das ist sehr, sehr wichtig und finde das Gefühl dafür, wie es ist, diese nächste Etappe erreicht zu haben und tu so, als wenn du das schon geschafft hast. Blick wirklich rückwirkend aus dieser Perspektive heraus, das Ding habe ich jetzt schon geschafft und das begeistert mich, das motiviert mich, das macht mich fröhlich, das gibt mir das Gefühl, ich bin gut, so wie ich bin. Das gibt mir das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg und ich kann was. Ich bin nicht zu wenig, nicht genug, ja, und so weiter. Okay, kommen wir zu Schritt 3. Und Schritt 3 ist jetzt ein ganz, ganz wesentlicher, um die nächsten Dinge zu erreichen. Wir brauchen für die Erreichung größerer Ziele, brauchen wir definitiv so eine Art Script, so eine Art größere Vision, die ein Stück weit über kleine egoistische Ziele hinausgeht. Eine Vision, wo wir das Gefühl haben, die hebt alles in unserem Leben so ein bisschen hoch, so ein bisschen empor. Das ist nicht einfach zu finden und ich möchte es deswegen trotzdem in diesen 3 Schritten jetzt hier reinbringen, eben von diesem kleinen Schritt hin jetzt plötzlich zu dem ganz großen Ding, weil dieses ganz große Ding etwas ist, was am Anfang oft, wenn man so ein neues Projekt startet, sehr dynamisch ist. Man weiß noch nicht genau, okay, das meine ich damit. Trotzdem kommen täglich Impulse, trotzdem kommen täglich Ideen, trotzdem kommen täglich Dinge auf uns zu, die wir plötzlich auch mit der Resonanz anziehen, die so ein bisschen das füttern, wo es eigentlich hingehen soll. Und mir geht es darum, dass du sammelst, wo soll es hingehen. Also, dass du täglich wirklich sehr, sehr wach bist. Was spricht dich an? Was ist so das Leben, was du dir jetzt gerade vorstellen könntest, was du dir wünschst? Es kann tatsächlich in 2 Wochen ein bisschen anders aussehen, diese Vorstellung. Und mir geht es einfach nur darum, dass du wach bist, diese Dinge zu sammeln. Und zwar auch in schriftlicher Form. Ich liebe die schriftliche Form. Hol dir ein kleines Büchlein, hol dir dein Projektbüchlein, hol dir dein Erfolgsbüchlein oder hol dir dein Transformationsbüchlein oder dein Heilungsbüchlein, was auch immer es ist. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber sammel diese ganzen Impulse schriftlich, weil das Schriftliche ist die Manifestation und das ist eigentlich jetzt Schritt 3. Manifestiere diese kleinen Steps und diese kleinen Impulse und die Inspiration, die in dir auftauchen, auf dem Weg. Ja? Das ist so ein bisschen das, was auch oft gemeint ist mit dem, der Weg ist das Ziel. Ja? Diese vielen kleinen Dinge zwischendurch, die durchaus sehr wandelbar sind, die aber deinen Entwicklungsprozess ausmachen, die zu sammeln und schriftlich zu fixieren, macht einen unfassbaren Unterschied. Ja? Die ganze Sache wirkt in dir 10, 20, 30 Mal mehr, wenn du nur 2, 3 Sätze dazu schreibst. Okay? Das sind so die 3 Steps, die ich dir heute gerne mitgeben möchte und wünsche dir einen zauberhaften Tag, viel Freude bei der Umsetzung. Wenn dir das gefallen hat, Daumen hoch, Herzchen, wo du es auch mal gerade siehst, Like, Kommentar, schreib mir mal, was dir dazu einfällt, schreib mir mal, was dein Projekt ist im Moment, schreib mir, was du in dem Zusammenhang wissen möchtest, dann kann ich in nächsten Videos darauf eingehen, stell mir ruhig gerne Fragen dazu, ich freue mich riesig auf dein Feedback und in dem Sinne, alles Liebe, Gute, bis dann, dein Christian, tschüssi.